So, meine Freunde, und hier sind wir wieder mit einer neuen Runde Watch Dogs. Yo, wir machen heute wieder mal ein bisschen die Kampagne weiter. Und zwar geht die Kampagne hier oben weiter. Hier. Und wir kommen dabei direkt an dem Gangversteck vorbei. So, zack, wir steigen mal schnell ein. Ich mache gerade ein bisschen hin, weil mir ist gerade irgendwie die Aufnahme abgestürzt und ich will das jetzt ganz schnell wieder sozusagen aufholen. Ich habe nämlich jetzt halt schon ein bisschen gespielt, also aufgenommen halt. Aber da ist mir ja irgendwie die Aufnahme abgekackt. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall hat DxTory einfach aufgehört aufzunehmen. Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Wow, Alter. So, jedenfalls fahren wir jetzt mal dahin, grasen auch gleich das Gangversteck ab und wir können hier das Dampfrohr hacken. Und ein Auto können wir auch zu Schrott fahren, das ist ganz in Ordnung. Ja. So, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es aber irgendwie... Ah ja, genau. Ich habe letztes Mal wieder versucht, das In-Game-Overlay von Uplay zu aktivieren und habe dann das Spiel gestartet und am Let's Play Anfang habe ich ja gesagt, dass ich ganz gerne mal den Multiplayer Let's Playen möchte, zusammen mit dem Starkiller, also dass er halt bei mir da dabei ist. Ich weiß nicht, ob er auch Videos hochlädt, weil er macht ja so ein Let's Stream von Watch Dogs und ja, da weiß ich nicht, ob er dann Videos hochlädt vom Multiplayer. Oder ob er das dann mit in den Livestream reinpackt. Jedenfalls wollte ich ja da ein kleines Let's Play zu machen nach der Kampagne, wenn wir hier mit der Kampagne durch sind. Und da gab es ja das Problem, dass das Uplay-Overlay Probleme gemacht hat, wenn DxTory gelaufen ist und ich habe das Spiel mit dem In-Game-Overlay gestartet. Dann ist ja einfach das Spiel abgestürzt. Und ja, das funktioniert jetzt auf einmal. Ich glaube, da ist irgendwie ein Fix rausgekommen. Jedenfalls kann ich jetzt halt trotz dem In-Game-Overlay kann ich jetzt halt trotzdem aufnehmen. Ich habe es jetzt halt trotzdem nicht an, weil ich es nicht jetzt hier in der Ding haben will. Hier in Let's Play. Aber dann, wenn ich es brauche, mache ich es an. Und wir haben hier einen Gang versteckt. Das. Ich muss sagen, der Typ klingt nach echten Schwierigkeiten. Frühstücken wir mal kurz ab. Glück für ihn, dass ich gute Laune habe. Ich töte ihn nicht. Ich tue ihm einfach nur ein bisschen weh. Ja, das ist sehr freundlich von dir. So, da können wir wieder so einen Kasten sprengen. Machen wir aber nicht, weil wir sonst wieder Zivilisten töten. Und da kommt dann unser guter Ruf in Gefahr. Und na, das wollen wir ja nicht. Und wir haben jetzt hier ein Gangversteck. Da müssen wir höllisch aufpassen. Ich würde sagen, ich gehe gleich wieder rein und alle umhauen, die mir im Weg stehen. Aber zuerst mal muss ich ein Profil der drei Zielpersonen anlegen. Dazu bemächtige ich mir mal die Kamera. Hier haben wir irgendwo einen Sexsüchtigen, das ist ja sehr interessant. Ach, der Typ da vorne. Den kann ich in die Luft sprengen, wenn ich lustig bin, aber im Moment noch nicht. Wo sind denn die Herrschaften? Da oben haben wir einen Sniper. Da haben wir das Ziel Nummer 1. Oha. Das ist hier schon ein bisschen ein krasses Gangversteck, ne? Muss ich schon sagen. Ich muss näher ran. In seinen scheiß Kopf. Okay, warte, ich mach mal ganz kurz die Sniper. Nein, die M100. Zack. Die ist richtig geil. Die Sniper. Und dann gucken wir mal, dass wir an den Kollegen jetzt rankommen. Und wir sollen ihn mal wieder niederschlagen. Wie es halt immer ist.
Gucken, ob ich den hierher locken kann. Warte mal. So, Moment. Komm her, komm her, mein Freund. Komm her, komm her, komm her. Moment, wir haben ja genug vor den Ködern. Wow, wow. Köder, Köder. Ja, komm. Komm her, komm her. Komm her. Und tschüss. Da kassierst du ein paar. So, den ersten haben wir geholt. Knöpfe ich mir mal den Sniper vor. Geile Sniper. Geile Sniper, muss ich sagen. Trotz Rüstung One-Hit. Erstmal gucken, dass wir hier safe sind. Und jetzt brauche ich eine Kamera. Kamera! Denn meine Kamerakameraden besitzt versteckte Kamera. Das ist ja schön. Da unten haben wir Ziel Nummer 2. Hier haben wir noch eine Patrouille. Eine Patrouille. Eine Patrouille. Da ist der Sniper, der ist ein bisschen tot. Jedenfalls haben wir jetzt Zielperson Nummer 2, aber wo steckt die Nummer 3? Das ist jetzt hier die Frage. Bums! Na? Ist klar! Ja! Ja! Ups, habe ich versehentlich den... Moment, Achtung! Chemcom! Störsignal! Kannst mich mal! Störsignal! Kannst mich mal! La 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 la! So, wie kommen wir jetzt zu dem Kollegen runter? Ich finde es ein bisschen schade, dass man Leuten nicht einfach ins Bein schießen kann. Und weg, 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 weg. Abhauen, 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 abhauen. In Deckung, in Deckung. Okay, ich muss jetzt den Profiler anlassen. Ich guck mal kurz. Kamera, Moment. Der Auftrag ist noch. Hier ist ein Laptop, den kann ich nicht hacken. Nicht zu sehen. Ich sehe da drüben nach. Na, na.
vollkommen am Arsch. Ich hab eine Möglichkeit. Hier drüben! Oh. So langsam gehen mir die Gem-Comps aus. Los! Wir stecken echt in der Scheiße. Mach Druck von der Seite. Stirbst du wohl? Oh Gott, die sind alle tot. Fick dich, Arschloch. Du schlachtest Quinns Männer ab. Sehr clever, du Wichser. Nein, schlag ihn nur. Tot, 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 tot. Das war mal wieder ein Fest. So, dann haben wir das direkt mitgemacht. Und dann können wir gleich zur Mission fahren. Da haben wir wieder so ein Dampfrohr. Hui! Yay! Okay, das ist sehr effektiv. Kenne ich natürlich schon. Ich wollte es bloß mal zeigen. Die Jagd auf den sogenannten Rächer Aiden Pierce hat sich intensiviert. Die Polizei von Chicago hat Foto- und Videomaterial von dem Mann veröffentlicht, der die Stadt teilt. Für die einen ein Terrorist, für andere ein Held. Aber die Polizei und das Rathaus sind entschlossen, ihn dingfest zu machen. Falls Sie ihn erkennen, halten Sie Abstand, unternehmen Sie nichts. Rufen Sie die Polizei. Ach Quatsch, wir sind doch ein Guter, wir tun doch keinem was. So, Moment. Da haben wir wieder eine, ne, hier und so. Können wir uns mal wieder anmelden für die Dingensen. Aha. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier wieder ein bisschen Geld. Das nehmen wir natürlich. Und wie gesagt, dass er hier, laggt, ne, das, wenn er speichert, dann hängt das Bild immer. Ich weiß nicht, es liegt am Spiel, ich kann es nicht verhindern. Ich habe schon Testaufnahmen gemacht, wo ich einfach die Dinge runtergestellt habe, die Grafikeinstellungen, dass der PC nicht so viel berechnen muss, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Bitte einfach ignorieren, ich meine, es ist der einzigste Hänger in dem ganzen, in der ganzen Aufnahme, wenn er mal speichert. Ich glaube, das kann man ja vertreten. So, und wie gesagt, ne, nach der Kampagne könnt ihr euch vielleicht, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber bestimmt machen wir da einfach mal Multiplayer. So, jetzt starten wir aber die Mission. Hoffnung ist ein Trauerspiel und los geht's. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Der Tod von Lina. Eine der schlimmsten. So, wir sollen jetzt hier... Das Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber... Ein Anhaltspunkt. Alter, es sind ein Haufen Leute mit Geld, ey. Das ist ja krass. Warum glaubst du das? Ja. Wie viel hat... Ja. Warum ist der erst blau, dass er interessant ist und dann kommt da nur, keine Ahnung, irgend so ein Telefongespräch. Das ist ganz komisch. So, aber wir hacken mal den Computer. Verdammt, das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Okay. Aha. Ja.
Was ist das? Ja. Ja. Aha. Ich habe ja gesagt, du kannst bei mir wohnen. Aha. Ja. Ja? Bitte? Ja, ich bin hier. Jawohl. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. So, da war ich mal ganz kurz ruhig. Weil nämlich jemand hier war und, ne? Muss ich mich mal ganz kurz stumm stellen. So, wir sollen jetzt zum CTOS-Turm fahren. Wurde auch hier gar keiner angezeigt. Komisch. Setzen wir uns mal schnell ein GPS. Fahren wir hier mal durch die Nebenstraßen. Ganz einfach. So, einmal hier. Da mal wieder ein Dampfrohr. Und da wären wir auch schon. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier. Das soll mir irgendwas benutzen. Wie kommen wir da rein? Ach. Ja, so kommen wir da rein. Antenne. Ach, gut, da drehen sich die Dinger hier. Da haben wir jetzt eine Brücke geschaffen. Okay. Wird bestimmt irgendwas zu tun haben und ach so, wir müssen hier runter wahrscheinlich. Und hier soll man was benutzen. Da ist eine Kamera. Hier ist die Leitung, die geht hier in den Schacht. Können wir eindringen und riegeln. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein, mir scheint nicht. Gehen wir wieder zurück und schauen uns mal um, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich mache mal den Profiler an, damit wir hier sehen, falls hier irgendwo eine Leitung ist. Und mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wie die Tür hier aufgeht. Die Tür. Genau, es geht hier in den Lüftungsschacht. Es geht dann hier geradeaus rüber. Dann scheint da drüben irgendwie ein Schacht zu sein. Dann müssen wir hier hinkommen, damit wir runter in den Schacht können.
Okay, dann müssen wir irgendwie da rüberkommen. Sagt die Kamera dazu. Da ist ein Lift. Der fährt hoch. Ah, okay, ich hab's. Ich verstehe das Ganze jetzt. Wir müssen hier irgendwie mit den Satellitenschüsseln mitfahren, sozusagen, damit wir da rüberkommen.